Quatsch. Sonst niemand hier, aber schön gerade Wände. Oh. Au. Schnell. Trinken. Trink, bevor der nächste kommt. Kühlerschädel, ja. Wände sind allerdings alle sicher. Okay. Gehen wir erstmal links rum. War schon mal Loot, den ich letztes Mal nicht mitgenommen habe, aber es hat nichts mit dem Schlüssel zu tun. Ferrous Stone und Seele. Wände sind okay. Gut, haben wir noch zwei Zellen auf der anderen Seite. Weg. Ich will immer noch Ketten rasten, das wird die letzte Zelle sein, wo der Typ drin ist. Hier ist nichts. Hallo, da bist du. So, nix. Okay, ich verstehe es nicht. Wofür ist der Schlüssel? Also ja, er ist für die eine Zelle oben und für die zwei Dinger hier. Ach, da hinten waren auch noch Türen, ne? Ah, okay. Ding. Hier hoch. Genau. Komm schon, Zauberstab. Was? Hä? Hier ist komisches Öl auf dem Boden. Das kommt von da. Oder es geht da rein. Eine gute Frage, das ist nicht so wirklich angewinkelt. Aber ich denke, man kann es hin... Ah ne, warte mal, hier ist eine Kette dran. Das heißt, es wird hier hochgehoben. Das heißt, die Sapsche wird dann in den Käfig reingelassen. Vielleicht die Nahrung für den Lost Sinner, den wir umgebracht haben? Was haben wir hier? Loot, sehr gut. Hier ist noch so ein Fütterungsding. Glatterseiliger Stein. Einer. Versucht Fackel. Oh. Oh. Hehe. Okay. Inventar. Benutzen. Swoosh. Und wie jetzt? Achso, entzünden. Irgendwas passiert jetzt. Was, wenn ich das vorher gemacht hätte? Der Kampf wäre dann bestimmt anders abgelaufen, hm? Entzünden. Das wäre interessant zu sehen. Also wenn wir irgendwann mal New Game Plus machen oder Bonfire oder was weiß ich, das vorher anzünden, um zu gucken, ob denn hier irgendwas anders ist. Da hinten scheinen noch Räume zu sein. Die Wände hatten wir da schon abgeklappert, da war nichts. Vielleicht jetzt, wo Licht da ist? Keine Ahnung. Ich check einfach nochmal. Ah, da ist auch ein Raum. Wie gesagt, noch mehr Zellen. Ah, oben scheint auch noch ein Gitter zu sein, da kommt man nicht hin, das wird nur Deko sein. Hier irgendwas jetzt anders? Naja, auch wenn die Wand da komisch aussieht, die ist kein Secret. Die hier. Nö. Also es wird nur für den Bosskampf interessant gewesen sein. Vielleicht, ich meine, wenn da so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, was auch immer da eingesperrt war, wird er mit Licht bestimmt. Gelobt sei die Sonne, ja. Wird er mit Licht bestimmt nicht so gut umgehen können. Das heißt, eventuell wäre im Bosskampf dann irgendwie verschreckt oder verstört oder würde bestimmte Gebiete meiden und so weiter. Aber na gut, wir haben es auch so geschafft, ist okay. Also zum Fernfeuer zurück. Swoosh. Und dann. Was haben wir denn jetzt? Wir haben immer noch die große Mühle. Wobei ich eher versucht
bin, lose Enden aufzulösen, als dahin weiterzukommen. Aufsteigen. Wille. Dreimal. Hey, hey. Ah, erhöht aber keinen Feuerbonus mehr. Nicht so schön. Was macht Int? Ein Punkt mehr. Das ist nicht so viel. Nee, das lasse ich schön so, wie es ist. Ja, auch wenn es gerade nicht so viel bringt, ich muss Wille steigern, sonst schaffen wir es niemals, später die richtig schönen Zauber zu bekommen. Die Hexzauber. So, 7000 Seelen. Die können wir ruhig so mitnehmen. Covenant. Könnten den Covenant wechseln. Ich wüsste nicht direkt zu welchem. Also wir könnten mal zu den Blue Sentinels gucken. Reisen. Dahin. Und schauen, ob wir jetzt würdig genug sind mitzumachen. Nachdem wir jetzt schon 3 Fürstenseelen haben. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mehrere. 2 haben wir im Inventar und ich glaube 1 oder sogar 2 hatten wir nicht ins Inventar bekommen, sondern einfach nur anderweitig assimiliert. So, hallo du. Red mit mir. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Okay. Eid geleistet. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Also Ring tragen und dann einen Stein benutzen. Wahrscheinlich die blauen Steine. Proud Knight. Gegenstand kaufen? Oh. Da ist immer noch zu viel. Heilgift stellt TP her, reinigt Untote, erfüllt Ausrüstung mit Blitz. Ausrüstung oder Waffen? Was haben wir hier? Explosive Wucht und himmlischer Donner. Ah, das hat die Klerikerin benutzt, das Zeug. Das war wirklich garstig. Aber davon haben wir schon eine magische Version. Wir haben ja schon so einen Spruch, der nach oben geht und dann so runterregnen lässt. Nur halt, dass es keine Blitze sind, sondern magischer Schaden. Duellverbeugung. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity to test your strength against other knights. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. Also zwei Sachen. Zum einen, wir können gegen andere Ritter des Blauen Weges kämpfen, wenn wir ein Zeichen vorheben. Das könnte das weiße Zeichen sein, das man bekommt, wenn man anderen Spielern hilft. Also damit könnten wir quasi freundliches PvP machen. Und wir können jetzt dem anderen Pfad helfen. Also ganz am Anfang hatten wir ja einen Pfad, wo uns gesagt wurde, wenn wir jetzt den Ring tragen und angegriffen werden, dann helfen uns die Ritter aus Blue oder von Blau oder die blauen Ritter halt.
Jetzt sind wir ein blauer Ritter. Das heißt, jetzt, wenn wir unseren Ring tragen und jemand anders von den Aposteln angegriffen wird, können wir zu Hilfe kommen. There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the Blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands. Take pride in your duty as a blue knight. Work hard and pursue a higher plane. Ja, diese blutrünstigen Briganten, die sucht Talana auch noch. Weil Ritter seien schön und gut und das kann für uns auch kurzfristig von Vorteil sein, weil wir dadurch halt bestimmte Gegenstände bekommen. Aber so wirklich passend tut es zu Talana nicht. Die blutrünstigen Briganten wären da schon eher was, aber wir wissen halt noch nicht genau, wo die sind. Talana könnte eventuell wissen, dass es mit dem alten Mann zusammenhängt, der von der Dunkelheit gesprochen hat. Oder von dem einen Typen, der vor einer Wand saß, auf einem Stuhl. Der hat auch von der Dunkelheit gesprochen. Die sollten wir beide eventuell nochmal aufsuchen. We Knights of the Blue must rely upon one another. Present your ja, okay, das kennen wir schon. Nein. Geh und sei stolz. Ich bin immer stolz. Und Talana schon recht. So, runter. Achso, testen. Ausrüstung. Da muss ich aber die tollen Ringe ablegen, wenn ich jetzt irgendwas anderes davon machen will. Na gut, nehmen wir dich mal weg. Nehmen dafür Siegel des Wächters, blaues Siegel. Ne, das ist der Wächtersiegel. Beschwört euch automatisch in andere Welten. Au. Oh, automatisch klingt jetzt nicht ganz so super. Müssen wir auf derselben Ebene sein, also im selben Level sein? Oder könnte ich jetzt auch von hier aus in den Wald der gefallenen Riesen beschworen werden? Das wäre interessant rauszufinden. Gucken wir mal, ob wir jetzt... Kann ich nicht benutzen? Kann ich nicht benutzen. Ja, also anscheinend muss es wirklich dasselbe Gebiet sein. Ich springe mal testweise in das absolute Newbie-Gebiet. Und gucke, ob da irgendjemand nach Hilfe schreit. Hier. So, Inventar. Da sind sie. Welt der Schuldigen überfallen. Keine Welt gefunden. Das ging schnell. Wir wollen überfallen. Oh. Oh, okay. Das, ey. Okay, wir greifen jetzt gerade einen Spieler an. Als Wächter. Das ist komisch. Okay, greift ihr mich an? Nein. Ja, das ist jetzt doof. Die Hälfte... Stopp. Ich muss runter. So. Jetzt kämpft... Genau, die kämpft sich jetzt gerade... Oder der kämpft sich jetzt gerade durch die NPCs durch. Das ist okay. Wenn er gegen die NPCs gekämpft hat und wenn er sich geheilt hat, dann kann er zu uns kommen. Regeneriere dich mal. So. Weil ich will mich da jetzt nicht einmischen, sonst kämpft er gegen die NPCs und mich gleichzeitig und das wäre halt doof. Könnte ich ihm helfen? Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt denkt er, ich habe keine Ahnung, was ich tue wahrscheinlich. Du Junge. Versuchst dich gerade zu verstecken? Ja, tust du, okay. Das tut mir schon fast leid. Komm her. Hau mich mal. Ja, das wird damit auf keinen Fall was. Wow. Okay. Ja. Okay. Ihr habt The Albina, Herrscher der Welt, besiegt. Das klingt irgendwie sehr episch. Zeichen des Grolls. Ah ja, der, ne, er weiß nicht wirklich, was er tut. Aber wenigstens hat er nur gegen mich gekämpft. Da hinten waren halt keine Viecher. So, du, weg.
Problem an der Sache ist allerdings, wir haben jetzt dieses Zeichen des Grolls bekommen. Das kann ich mir mal angucken. Das da, das hatten wir auch schon. Ein Zeichen, das beweist, dass sein Besitzer, wir, in fremde Welten gereist ist, um andere zu besiegen. Wenn ihr dies verwendet, steigt vorübergehend eure Chance, Eindringlinge aus anderen Welten zu rufen. Das Tragen dieses Zeichens beweist, wie grimmig der Groll ist, der dem Träger geht. Ja. Zeichen der Treue ist das Gegenstück dazu. Ein Zeichen, das beweist, dass sein Besitzer in fremde Welten gereist ist, um anderen zu helfen. In anderen Welten könnt ihr es auch einsetzen, um die TP des Herrn der Welt wiederherzustellen. Na, das wäre nett und freundlich. Das wird Tadana auf keinen Fall machen. Ich will das Zeug behalten. Dies ist jedoch nur ein Nebeneffekt des Objekts. Das Tragen des Zeichens beweist, wie aufrichtig die Treue des Trägers ist. Ich bin ein grollender Träger. Ein treuer, grollender Träger. Oder so ähnlich. Ja, genau, den Haken, den ich erwähnte. Wir haben einen geborstenen roten Augapfel verloren. Wir haben dafür ein Grollzeichen bekommen. Wie kriegen wir neue Augäpfel? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.